Hallo und willkommen zu Solid Snake. Mein Name ist Felix und ich spiele heute Devil. Und zwar den Devil die Braut. So, und wir spawnen direkt beim Shop. Das können wir uns zunutze machen. Illusionen ran, Türen kaputt. Und jetzt zu den Schreien. Dort hinten hat es gekracht. Mal sehen, ob wir jemanden erwischen. Oh ja, hätten wir. Den haben wir aber eher. Der hat nicht damit gerechnet. Der hat sich nicht so gut umgeschaut. Lalala. Nee, ich wollte sagen, wo lang läufst du, aber irgendwie ist es mir im Mund festgesteckt. So, aber den haben wir jetzt erledigt. Und die kommt ja auch noch an. Hallo, meine Liebe. Dankeschön für den Hit. Ganz nett von dir. So, da kann ich gleich hier eine Falle setzen. Gut, die konnte ich auch schon vorher setzen. Ich setze erstmal nur eine, hol mir eine Maske. Und schau mal, wo die anderen so sind. Dort hinten ist einer, dort ist einer. Und sie ist da. Habe ich dich. Also ich glaube, es ist ein bisschen beziehungsweise es gibt einen kleinen Bug im Spiel. Wenn man einen Skillcheck bekommt, beziehungsweise verhaut, kann man nicht direkt vom Schreien loslassen. Darum konnte ich sie jetzt so einfach erwischen. Sie ärgert sich bestimmt ganz fürchterlich darüber. Würde ich ehrlich gesagt auch. Mensch, die achten gar nicht so darauf, wie ich mich teleportiere oder wie. Na dann lauf mal, meine Liebe. Dich lasse ich mal laufen, sonst geht es hier noch zu schnell vorbei. So, Tür kaputt. Jetzt gehe ich mal nach hier unten. Vielleicht wird ja hier... Da ist einer. Ach, und sie hat mich jetzt gesehen. Okay. Aber der ist so gut wie tot. Der ist schon nahezu ausgeblutet. Ja, komm. So, ein Kill am Anfang der Runde, das macht es mir jetzt super einfach. Und sie... Ja, hier liegt schon wieder die nächste. Ich gehe mal zu dem Shop. Dort sitzt auch schon wieder jemand. Sie denkt wahrscheinlich, oh Mist, der campt oder so, aber... Wenn man halt die Aura... Oh nein, es war so knapp, ich bekomme mich aber trotzdem, hab ich dich. Wenn man aber die Aura so sieht, dann... Ja, bleibt man lieber und beobachtet. Und was macht sie jetzt? Ein Fehler? Was macht sie? Hier sitze ich. Und sie ist weg. Okay, sie hat mich vielleicht gesehen. Ja, das Ding ist, was soll ich als Devil in dem Moment machen? Soll ich weggehen? Das wäre halt ein bisschen blöd, weil ich bin halt jetzt immer noch der Killer in dem Spiel. Und wenn ich halt jetzt die hier alle angerannt sehe, ich weiß nicht, die sollten vielleicht... Es ist halt ein bisschen schwierig für einen Gambler das zu spielen, das sehe ich total ein. Effektiv wäre es halt, wenn man sich erstmal ein Weilchen versteckt, sodass der Devil, keine Ahnung, erstmal Tür und Fenster kaputt machen kann, was weiß ich, Fallen setzt. Aber die sind ja jetzt hier total auf mich nur so drauf geflogen und dort hinten sehe ich die letzte laufen. Wo... Jetzt sehe ich sie gar nicht mehr. Toll. Sehr gut, Teleportier. Ach, sie kommt jetzt auch noch um die Ecke. Da muss ich gar nicht meine Glocke einsetzen. Bing. Und jetzt stirbst du. Und dann hole ich mir die andere. Mann, das sind immer so kurze Runden als Devil jetzt. So. Jetzt gehe ich wieder hier und hole mir die. Ich denke, ich werde die aber jetzt nicht zusammenschneiden zu einer längeren Folge, sondern solche 5-Minuten-Folgen erstmal lassen. Ich glaube, das ist auch ganz angenehm. So. Diesen Sieg habe ich errungen. So, ging ganz schnell. Die Devil waren, die Gambler waren ein bisschen unvorsichtig. Oh, hoffentlich waren das nicht wieder irgendwelche auf ganz niedrigem Rang. Da fühlt man sich dann immer so schlecht. So, Levelfortschritt gab es, Münzen, Punkte hätte ich ein bisschen mehr abstauben können. Oh, Level 1, Level 1. Gut, Level 11 hätte ein paar mehr Perks reinnehmen können. Level 27 hatte wenigstens die Chance, gut gegen mich zu spielen, hat es aber ein bisschen vermasselt. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!